Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe unserer Videoreihe Knecht Highlights mit mir, Matthias Pfadner. Im heutigen Video dreht sich alles um das Antriebssystem und das Fahrgestell vom Knecht. Diese bilden die Basis unserer Hebebühnen und Erntemaschinen und sind ausschlaggebend für eine sichere Fahrt ohne Kompromisse. Gemeinsam schauen wir uns den Antriebsmotor, die Achsen mit Differentialsperre, die Knicklenkung sowie das Zusammenspiel zwischen der Pendelsperre und dem Hangausgleich an. Beginnen wir mit dem Antriebsmotor. Unsere Hebebühnen und Erntemaschinen Knecht sind schon seit über 20 Jahren elektrisch unterwegs. In dieser Zeit hat sich auch bei den Elektromotoren einiges getan. Zu Beginn waren unsere Maschinen mit relativ einfachen Motoren ausgestattet. Diese Motoren waren lediglich in der Lage, den Knecht anzutreiben. Für die Reduzierung der Geschwindigkeit waren Bremsen auf den Rädern zuständig. Diese Bremsen lassen sich nur schwer regulieren, was zu einer ungleichmäßigen Fahrt im Gelände geführt hat. Bereits vor über 10 Jahren setzten wir das erste Mal Drehstrommotoren ein und seitdem sind sie eigentlich nicht mehr wegzudenken. Diese Motoren haben den Vorteil, dass sie zum einen wartungsfrei sind und zum anderen sowohl antreiben als auch bremsen können. Der Bediener gibt der Maschine mit dem Fahrhebel die gewünschte Geschwindigkeit vor und der Antrieb hält diese konstant. Wird Vortrieb benötigt, treibt der Motor an. Fährt man talwärts, bremst der Motor und gibt die überschüssige Energie der Batterie zurück. Diesen Vorgang nennt man Rekuperation oder auch Energierückgewinnung. Mit verschiedenen Übersetzungen lässt sich der optimale Kompromiss zwischen Fahrgeschwindigkeit und Steigfähigkeit finden. Um die Antriebsleistung optimal auf den Boden zu bekommen, sind die Achsen sehr wichtig. Auch hier haben sich im Laufe der Zeit die Anforderungen geändert. Während zu Beginn noch einfache Achsen mit Differential, ohne Sperren und mit Trommelbremse verbaut wurden, entwickelten wir schon bald eine noch stärkere Achse mit permanenter, 30%iger Differentialsperre und Scheibenbremsen. Das war damals schon ein sehr großer Fortschritt. Um allen Wünschen unserer Kunden gerecht zu werden, überarbeiteten wir diese Achse nochmals. Seit neuestem verfügt diese über eine ausschaltbaren 100%igen Differentialsperre oder in der Vorderachse die Möglichkeit, den 4x4 per Knopfdruck zu deaktivieren. Beides kann über unser neues Steuerpult einfach bedient werden. Während die Differentialsperre extremen Vortrieb auch in sehr schwierigem Gelände bietet, ist der ausschaltbare Allrad beim Transport der Maschine mittels Anhängedeichsel nützlich. Die Differentialsperre kann sowohl in Hinter- als auch in der Vorderachse verbaut werden. Ebenfalls seit 20 Jahren mit dabei ist die Knicklenkung. Diese ist verantwortlich für die Wendigkeit der Maschine. Da wir unsere Maschinen das ganze Jahr über einsetzen, gilt es, alle Tätigkeiten zu berücksichtigen. Speziell während der Ernte, wo hinten und vorne Stapler montiert werden, weist die Knicklenkung ihre größten Vorteile auf. Beide Stapler, sowohl hinten als auch vorne, folgen der gewünschten Fahrgasse. Ein klassisches Ausscheren gibt es kaum. Dies vereinfacht das Manövrieren der Maschine um ein Vielfaches. Des Weiteren bietet die Knicklenkung einen guten Überblick über den aktuellen Lenkwinkel. Somit ist der Bediener der Bühne immer sicher und präzise unterwegs. Jetzt schauen wir uns noch den letzten Punkt für heute an, die hydraulische Pendelsperre. Für ein optimales Fahrverhalten auf unebenem Untergrund müssen immer alle Räder den Boden berühren. Nur so hat das Fahrzeug maximale Traktion. In unserem Fall ermöglicht dies der Pendel. Dieser beeinträchtigt allerdings auch die Stabilität der Maschine. Damit wir hier aber trotzdem funktionell und sicher unterwegs sind, kommt unsere hydraulische Pendelsperre ins Spiel. Prozessoptimiert und im richtigen Zeitpunkt wird das Pendel gesperrt, um so die maximale Standsicherheit zu garantieren. Ein weiteres Merkmal unserer Hebebühnen und Erntemaschinen ist die Funktionsweise des Hangausgleichs. Der Drehpunkt befindet sich extrem niedrig. Dies hat den Vorteil, dass der Schwerpunkt der Maschine immer zentral zwischen den Rädern liegt.
An dieser Funktionsweise hat sich im Laufe der Jahre nichts geändert, sehr wohl aber bei der maximal auszugleichenden Neigung. Mittlerweile kann der Knecht bis zu 30% in Fahrtrichtung sowie 20% in seitlicher Richtung ausgleichen. In Kombination mit der hydraulischen Pendelsperre ergibt dies maximale Sicherheit und das auch in schwierigem Gelände. Eine Maschine wie den Knecht entwickelt man nicht von heute auf morgen. In unseren Maschinen steckt jahrzehntelange Erfahrung. Unsere Techniker entwickeln diese ständig weiter und halten sie immer auf dem neuesten Stand der Technik. So war es auch Anfang 2020 für uns besonders wichtig, innerhalb kürzester Zeit unsere Maschinen auf den 4.0 Standard aufzurüsten, damit unsere Kunden vom aktuellen Steuerguthaben profitieren können. Doch was Knecht 4.0 genau bedeutet und welche Vorteile es bietet, zeigen wir euch im nächsten Video. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid, wenn es heißt Knecht Highlights mit Matthias Pfadtner.